willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe für euch heute den zweiten Teil vom Ausprobieren. Und heute kommt auch das allererste Ausprobieren von Quaddy hier mit rein. Das heißt also, ich habe dann nur noch zwei Pferde ausprobiert. Und eins durfte ich dann nochmal nur so reiten und gucken, wie es so ist. Und das ist natürlich auch super, super cool. Und bevor wir natürlich loslegen, grüße ich natürlich noch welche. Und zwar grüße ich Bellas Welten. Dann grüße ich noch Stallgirl. Und zu guter Letzt grüße ich noch Jolina. Vielen Dank nochmal für diese netten Kommentare unter meinem ersten Teil vom Ausprobieren. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ich habe ja auch letztes Mal schon gesagt, ihr müsst mir einfach, wenn ihr gegrüßt werden wollt, einen ganz netten Kommentar schreiben und darunter dann natürlich schreiben, ob ich euch mal grüßen könnte. Und dann suche ich mir da für jedes Video dann wieder 3 Stück raus und werde sie grüßen. So, dann würde ich jetzt sagen, legen wir auch mit dem zweiten Teil vom Ausprobieren endlich los. Und zwar ging es nach dem einen Schimmel vom letzten Video, ging es mit einem anderen Schimmel weiter. Das war ein 6 Jahre alter Schimmel und ja, warum ich mich nicht für ihn entschieden habe, werdet ihr wieder sehen. So, jetzt setze ich auch schon auf ihn und bin ihn schon abgaloppiert. Meine Eltern haben leider den Trab nicht mit aufgenommen, aber ich hoffe, euch stört es nicht. Aber ich glaube, ich müsste gleich nochmal ein ganz kleines kurzes Stück mit ihm traben. So, ich denke, ihr habt das kleine kurze Stück vom Trab gerade gesehen und im Galopp kann man ihn mega gut sitzen und ich hatte auch eher gedacht, dass er richtig oft gucken würde, aber er war total gut drauf und total ruhig. So, wir springen uns jetzt ja auch schon ein mit einem kleinen Stall und wenn ihr gerade genau hingeguckt habt, habt ihr gesehen, dass er nochmal vorm Sprung ein klein bisschen, naja, Schlangenlinien gelaufen ist, aber jetzt war es besser und jetzt soll ich ihn auch schon von der anderen Seite anreiten. So, jetzt sollte ich mich auch mit einer kleinen Kombination mit ihm auch ein wenig einspringen und danach dann auch gleich ein Ochse und die Kombination hat er auch wirklich richtig gut gemacht. Und bei dem Ochser bin ich auch gut rangekommen und er war wirklich richtig brav. Und das Ganze sollte ich auch dann noch einmal wiederholen. So, nach diesem Ochser sollte ich dann nochmal das Ganze durchbringen, bloß alles ein bisschen höher. Und diese Kombination hat er richtig super gemacht. Und danach soll ich dann auch nochmal einen etwas höheren Ochser wieder springen, also gleich nach der Kombi. Und das hat er auch wirklich prima gemacht und ich war schon zufrieden mit ihm. Ich durfte jetzt auch nochmal einen M2 Sterne bis S-Steile springen und genau in diesem Moment ist mir einer in die Kamera geritten. Und das war echt ganz schön mies, aber jetzt bin ich sogar noch einen breiten Wassergraben gesprungen und er war so brav dabei, das hat mich richtig erstaunt. So, wir haben ihn ja leider nicht genommen. Er war wirklich noch ein bisschen zu jung für mich und außerdem hätte ich mit ihm, weil er ja 6 Jahre alt ist, erstmal noch ein bisschen Springpferdeprüfung reiten müssen. Und die sind ja oftmals in der Woche und vormittags und da müsste ich dann auch oftmals dann aus der Schule rausgenommen werden. Und ja, das wollten wir dann im Endeffekt auch nicht. Aber sonst hat er wirklich Spaß gemacht beim Springen und er war auch total brav für seine jungen Jahren. Schon gleich weiter mit einem Pferd, was ich nochmal nur so reiten durfte. Und das war eine braune Stute und sie war 11 Jahre alt und sie hat einfach so, so, so Spaß gemacht. Also ich durfte auch mit ihr ein bisschen höher springen, das werdet ihr ja sowieso gleich sehen. Und es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, mit ihr auch nochmal zu springen.
So, leider hat Papa Trab und Galopp auch nicht aufgenommen, hat gleich den Parcours von uns beiden aufgenommen. Jedenfalls musste ich sie mit Pelham reiten, weil sie wirklich unfassbar viel Zug hatte. Und sie ist halt auch wirklich super gesprungen und ja, hatte auch wirklich viel Feuer unterm Arsch. Also das war echt krass und sie ist alles wirklich super gesprungen und wir haben auch wirklich schon sehr hoch gemacht. Und jetzt sollte ich auch schon eine Kombination anreiten. Und da ist sie auch super, super rüber gesprungen. Und danach sollte ich sie nochmal wiederholen. Und da wurde dann auch ein bisschen besser gefilmt. Achso, und nach dieser Kombination sollte ich auch nochmal diesen Ochsen reiten. Ich weiß gar nicht genau, ob er jetzt höher gebaut wurde. Aber da ist sie auch wieder wirklich super rübergesprungen. Und zum Ende hin sollte ich jetzt nochmal einen S-Ochser anreiten. Und ich kam da passend hin und sie ist da wirklich, wirklich prima rübergesprungen. Und sie hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Zu ihr kann ich ja nicht sagen, ob wir sie jetzt genommen haben oder nicht, denn ich bin sie auch nur so geritten, also ich durfte sie einmal springen und es war wirklich unfassbar schön und es hat echt Spaß gemacht. Braune Stute gesehen und jetzt geht es auch schon zu dem letzten Pferd, bevor Quaddi in mein Leben kam sozusagen, und zwar wieder einen Schimmel. Also ich weiß auch nicht, warum wir so viele Schimmel auch gesehen hatten, und zwar war der 5 Jahre alt, noch relativ jung und halt so wie vorhin schon der Schimmel, und der war natürlich auch sehr gut, aber warum ich mich nicht finish entschieden habe, könnt ihr natürlich jetzt auch gleich wiedersehen. So, ich saß jetzt schon auch auf ihm drauf und Schritt wird jetzt nicht mitgefilmt, aber natürlich Trab und Galopp wurde gut mitgefilmt und er ist im Trab auch wirklich super gut in Anlehnung gegangen. Also für seinen 5 Jahren fand ich das schon wirklich mega gut. Und auch im Galopp ist er total brav gewesen, wie ihr das gerade seht. Also richtig schön in Anlehnung gegangen. Und nachher springe ich mich natürlich auch schon mit einem Stall ein. Und was ich nochmal sagen wollte, ihr seht gleich noch, wie er einen fliegenden Wechsel macht, genau jetzt. Und er hat es einfach super gemacht, also er ist wirklich richtig gut ausgebildet und jetzt fangen wir auch schon an zu springen. Und das macht er wirklich brav, also die ersten Sprünge waren richtig, richtig gut mit ihm. Und ja, und jetzt bin ich bei einem höheren Sprung ein bisschen dichter gekommen. Und wie ihr gerade gesehen habt, da springt er ganz komisch rüber, weil er das wohl nicht mag. Und er mag es lieber, wenn man ein bisschen weiter abspringt, was ich dann gemacht habe. Und dann ist er auch wirklich super rübergesprungen. Jetzt wird er noch höher gebaut, der Stall. Da hat er gerissen, weil er da wohl nicht wusste, wie und wohin er mit seinen Beinen sollte. Aber danach sollte ich dann auch einen kleinen süßen Mini-Parcours springen. Und ja, das hat er echt gut gemacht. Hiernach sollte ich nochmal den Parcours durchspringen und natürlich auch den hohen Stall wiederholen, was er dann richtig gut gemacht hat und diesmal nicht gerissen hat. Und dann war auch der ganze Parcours ein bisschen höher, außer der eine rote Steil.
Und nach dieser Distanz hier sollte ich einen langen Weg zu einer Kombination reiten. Und die Kombination hat er richtig gut gemacht. So, dann haben wir die Kombination nochmal einzeln angeritten, bloß höher. Und das hat er auch wirklich nochmal richtig, richtig gut gemacht. Wir haben ihn ja nicht genommen, weil er wirklich noch ein bisschen zu jung ist. Und ja, wie gesagt, auch wie bei dem anderen Schimmel, dass ich sonst dann immer Springpferdeprüfung reiten müsste. Und das ist natürlich echt blöd, weil die ja auch wieder in der Woche sind und ich sonst immer schulfrei haben müsste. Und das ist natürlich echt ein bisschen blöd. Aber so war er einfach prima ausgebildet und ist super gesprungen für seine 5 Jahre. Und so, ja, hat er auch wirklich Spaß gemacht. Aber dadurch, dass er halt so jung ist, haben wir ihn dann leider nicht genommen. Und ich weiß, wir wussten ja auch schon vorher, dass er so jung ist und wir ihn eigentlich gar nicht gekauft hätten, aber er war kurz um die Ecke bei uns von zu Hause und deswegen haben wir uns gedacht, weil er uns ja auch vorgeschlagen wurde, probieren wir ihn einfach mal aus und er ist ja sonst auch wirklich gut gesprungen. So, und jetzt denke ich, darauf habt ihr euch am meisten gefreut. Und zwar das erste Ausprobieren von Quaddi und ja, das werdet ihr natürlich jetzt auch endlich sehen. So, ich bin jetzt hier auch schon beim Abgaloppieren. Das Traben habe ich oder wurde jetzt leider nicht mitgefilmt. Und wir hatten da beim ersten Ausprobieren ein Pellhemd drin, weil wir dachten, dass sie schon ganz schön stark werden könnte beim Springen. Und ich sie vielleicht nicht so viel halten kann, aber bei dem zweiten Ausprobieren, wo ich ja auch ein Video gedreht habe, dass wir sie da auch abgeholt haben, da haben wir eine Stange genommen, da lief es etwas besser. So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, springen wir uns gerade mit einem Stall ein und sie bleibt ja wirklich richtig brav und ruhig vorm Sprung. Und man kann mit ihr richtig gutes Tanzen sehen. Und jetzt wurde es auch gleich schon höher, aber dazwischen den Sprung hat mein Papa vergessen aufzunehmen, weil natürlich haben wir nicht gleich so hoch gemacht. Und da hat sie es ja eben gerade auch richtig super gemacht. Und jetzt sollte ich einen Ochse anreiten, was sie auch gut gemacht hat. Und dann sollte ich eine Kombination Stall-Stall anreiten. Und wie ihr hier gerade seht, ist sie da auch richtig schön ruhig geblieben vom Sprung und ich konnte gut eine Distanz sehen. Wie ihr gerade gesehen habt, sollte ich jetzt nochmal von jeder Seite diesen hohen Essstaller anspringen und da ist sie wie, ja, als wenn sie es mit einer Leichtigkeit mal drüber gesprungen. Und jetzt sollte ich auch noch einmal eine Distanz mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Galoppsprüngen springen. Und die beiden Steller waren dann auch nochmal schön hochgebaut und das hat sie einfach richtig prima gemacht. Und jetzt nochmal zum Ende sollte ich diesen hohen Stall springen. Und dann war es jetzt auch schon fertig, das Probereiten. Ich wusste schon seit dem ersten Ausprobieren, dass sie es sein muss, dass sie mein neues zweites Pferd sein muss, weil sie ist einfach wunderschön gesprungen, sie ist wunderschön galoppiert und allgemein gegangen und ich konnte mit ihr super die Distanzen sehen, ich war überglücklich auf ihr und ja, dann später war es mein neues zweites Pferd und sie macht mich einfach so glücklich und ich bin einfach, ja, auch total glücklich. Jetzt steht sie bei mir zu Hause und ja, ich kann es einfach kaum fassen, dass ich sie jetzt als mein zweites Pferd habe. So, das war jetzt auch eben gerade noch das erste Ausprobieren von Quaddi, was auch super, super gut lief und da habe ich halt auch einfach schon gedacht, das ist es. Das ist mein neues Pferd und ich habe es einfach vom ersten Reiten an schon geliebt. Also ich habe sie schon davon gleich geliebt und ja, jetzt ist es natürlich auch schon mein zweites Pferd und ich finde es einfach wunderschön. Und ja, das war es jetzt auch schon mit diesem Video und dann würde ich jetzt auch schon sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr
nichts mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, was mich super freuen würde. Und dann würde ich jetzt auch schon sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.